Ich begrüße jetzt Bettina Pirker, die schon genannt wurde als Mitglied von Kärnten Anders, die in den 90er Jahren als Designerin in Europa unterwegs war und in Asien, dann auch im zweiten Bildungsweg promoviert hat in Kommunikationswissenschaften, wo sie auch gearbeitet hat in Forschung und Lehre und dann noch einige Zusatzausbildungen gemacht hat, zum Beispiel im Bereich Gender and Diversity, aber auch Inklusionsbegleitung. Und die seit einigen Jahren im Kulturbereich tätig ist und uns ja schon als Akteurin auch von Kärnten Anders vorgestellt worden. Vielen Dank, Bettina, dass du uns jetzt ein bisschen Kärnten Anders nahebringst. Danke schön für die Vorstellung. Ja, was macht Kärnten Anders? Kärnten Anders ist ein Verein, den es seit 2019 gibt, den Martin Diendorfer und ich gemeinsam gegründet haben. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen die Menschenrechte, wobei ich vor einigen Jahren nicht gedacht hätte, dass ich irgendwann für Menschenrechte auf die Straße gehen muss, weil das für mich eigentlich was Selbstverständliches war. Aber das hat sich dann verändert und heute müssen wir mehr denn je für Menschenrechte auf die Straße gehen. 2019 haben wir es gegründet, beschäftigen uns mit Asyl und Migration, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sind antifaschistisch und feministisch. Das sind so unsere Grundpfeiler. Aber begonnen hat das Ganze eigentlich viel früher. Und zwar am 4. Oktober 2018. Ein paar Tage davor poppte bei uns auf Facebook eine PN-Anfrage, eine Gruppendiskussion auf, wo dann stand, hey, in Wien demonstrieren die am nächsten Donnerstag gegen die schwarz-blaue rassistische Regierung. Wir müssen in Klagenfurt auch was machen. Martin und ich waren in der Gruppe dabei. Okay, eine Woche. Martin und ich hatten noch nie eine Demo organisiert, die anderen in dieser Gruppe auch noch nicht. Können wir nicht, machen wir, und haben in ein paar Tagen eine Donnerstag-Demo auf die Füße gestellt, da auch schon mit Musik, verschiedenen Redebeiträgen, ziemlich chaotisch, aber unsere erste Demo. Und das hat dann viele Monate lang, einmal im Monat donnerstags, haben wir in Klagenfurt diese Donnerstag-Demos gemacht. Waren mit Wien die ersten Städte in Österreich, die es gemacht haben, irgendwann war es dann österreichweit. Bei diesen Donnerstags-Demos ging es eben einerseits gegen die Regierung, aber wir haben die schon, wir wollten für etwas einstehen und haben da Positivformulierungen gebracht. Also was wir wollen, da waren dann die Menschenrechte natürlich wieder im Mittelpunkt. Jeder Mensch ist gleich viel wert, traurig, dass wir das sagen mussten und immer noch müssen. Wir sind da zum Beispiel, wie man es vielleicht sieht, einmal zum Bundesamt für Asylwesen gegangen und haben da handschriftliche Botschaften auf ihrer Glastür hinterlassen, wo alle Teilnehmer was raufschreiben konnten, haben natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Medieninteresse geweckt. Und da hat schon Babak Soleimani und die Soul Band das erste Mal mitgemacht. Heute sage ich keine Demo ohne Soul Band in Klagenfurt. Fast immer unterstützen sie uns von Anfang an. Und auch Barbara Ambrosch-Rapp, die ihr später noch sehen werdet, war auch schon bei diesen Donnerstagsdemos mit Performance dabei. Leider muss ich sagen, mit der gleichen Performance, die sie heute zeigen wird, leider, weil sie dachte, sie wird es nur einmal brauchen und sie ist heute aktueller denn je, seit 2018. Das sind die Donnerstagsdemos, damit fing es an, da gab es noch kein Kärnten anders. Dann, wie ihr vielleicht wisst, gibt es in Kärnten, im Bleiburg, Bliberg, das größte Faschisten- und Ustascha-Treffen in Europa. 30 oder zu besonderen Jubiläen, 50.000 Nazis kommen da aus halb Europa nach Bleiberg und treffen sich dort mit Ustascha, mit Nazisymbolen. Mittlerweile, da hat auch Corona mitgeholfen, nicht mehr. Es gab ein Ping-Pong zwischen Land und Bund und Gemeinde, wer das verbieten kann. Und wir haben dann angefangen, gegen die Nazis zu demonstrieren, haben da auch Medienaufmerksamkeit Gott sei Dank begonnen. Heute gibt es das in der Form nicht mehr, dieses Nazi-Treffen. Was Kärnten anders ausmacht, ist im Grunde das, wir kümmern uns um die Themen, die sonst keiner aufgreift. Also wir sehen ein Thema, das keiner machen will, aber alle irgendwie blöd finden oder schrecklich finden und wir machen es dann halt eben. So war das auch gegen dieses Ustascha-Treffen. Auch hier natürlich wieder gemeinsam mit Musikern, Musikerinnen, weil wir einfach glauben,
dass man auf der affektiven Ebene die Menschen besser erreichen kann. Man kann viel erzählen, man kann eine Rede nach der anderen halten. Die meisten, die zu den Demos kommen, sind eh der gleichen Meinung. Aber ja, Kunst hat irgendwie was Verbindendes, Kunst hat was Berührendes und Kunst bringt auch das, was man in Worten nicht ausdrücken kann. Weil manchmal ist es auch ein Schmerz oder eine, ja, das Unsagbare, und das kann die Kunst oft sehr viel besser zeigen. Deswegen verbinden wir das immer sehr gerne. Weltflüchtlingstag ist auch etwas, das hat in Kärnten eigentlich nicht stattgefunden. Seit 2018 organisieren wir das immer an öffentlichen Plätzen. Haben recht klein angefangen mit Schirmen, Schutzschirme aufspannen und haben da lauter Schirme aufgestellt. Kamen ja auch schon einige Leute, aber es wurde dann von Jahr zu Jahr mehr und immer größer. Hier seht ihr zum Beispiel drauf ein Bild von der Barbara Ambrosch-Rapp in der Mitte. Und ein anderes, wo man eine Frau so hocken sieht und die so auf Müll schaut, das war inspiriert, das hat auch eine Installation, die Barbara Ambrosch-Rapp gemacht hat, um darauf hinzuweisen, wie es an der Balkanroute aussieht, die illegalen Pushbacks, wo den Menschen wirklich alles weggenommen wird, die Handys weggenommen, die Kleidung weg und zum Teil auch noch verbrannt im Wald und zerstört wird und die Leute da auf den Winter wieder zurückgeschickt werden mit nichts, nicht wissen, wo sie sind und wie sie drüber kommen. Die Leute nennen es dort seit Jahren The Game, der Versuch, über diese Grenzen zu kommen. Und das hat sehr viele Menschen sehr berührt, die auch nur über diesen Platz gehen wollten und die das gesehen haben und sich dann hingehockt haben und geschaut haben, was ist da, waren verbrannte Kleidungsstücke. Und auch positive Botschaften von geflohenen Menschen, die es hierher geschafft haben. Diese Botschaften hat Barbara gesammelt und da zum Lesen eingearbeitet. Support der SOS Balkanroute ist auch etwas, das wir machen. Und beim Sammeln oder Zusammenstellen der Fotos ist mir aufgefallen, auch da ging es nicht ohne Künstlerinnen. Und zwar das Jugendstiltheater, das wahrscheinlich kleinste Theater der Welt, das in Klagenfurt ist, das ganze Theaterhaus mit seinen 10 Quadratmetern zur Verfügung gestellt, das wir von oben bis unten mit Spenden vollgefüllt haben und dann nach Bosnien gebracht haben, um die Menschen auf der Flucht warme Kleidung, Schlafsäcke, Zelte zu bringen. Es war damals kurz vor Weihnachten, da haben wir gemerkt, dass irgendwie alle zu Weihnachten nach Bosnien zurückfahren und da sind wir um die 13 Stunden gefahren, bis wir tatsächlich in Bihać waren. Und ja, SOS Balkanroute unterstützen wir immer noch gern, wo wir können. Und Wochenende für Maria, das Caro schon angesprochen hat und wo wir uns kennengelernt haben, das war auch wieder so ein Fall. Ich habe eine Nachricht bekommen aus Wien, Martin hat eine Nachricht bekommen aus Tirol. Ja, sie wollen österreichweit Wochenende für Maria machen. Und wir, boah, das ist uns zu knapp, nein, in einer Woche, Martin und ich, wir sind nur zu zweit, wie soll das gehen? Der aus Tirol dann, ja, dann komme ich alleine und setze mich mit einem Zelt auf diesen Platz. Na, das können wir nicht zulassen, machen wir nicht. Aufruf gestartet, wer will in einem Zelt übernachten, wer macht mit, versucht Zelte aufzutreiben, Menschen, die in diesen Zelten zu übernachten. Künstler, Künstlerinnen haben sich dann bereit erklärt. Eine der ersten, die sich gemeldet hat, ist die Schriftstellerin Anna Bahr, die mittlerweile mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet wurde und vielleicht bekannt ist. Die hat auch in einem Zelt übernachtet und aus dieser ersten Übernachtung hat sich eine Gruppe gebildet. Die haben das dann weitergemacht und haben gesagt, wir machen weiter und haben eine Zeit lang jedes Wochenende im Freien übernachtet, egal wie kalt es war, um darauf aufmerksam zu machen. Wir haben es dann versucht zu verbinden, wieder mit künstlerischen Sachen und haben verschiedene Wochenenden gemacht, eben dieses Urban Art Wochenende für Maria, wo Caro das erste Mal dabei war und angedockt hat. Das letzte Wochenende für Maria, das wir gemacht haben, haben wir mit einem Weltflüchtlingstag verbunden. Das war auch ziemlich cool, da haben Aktivistinnen vor dem Stadttheater übernachtet in Zelten und davor haben wir eine große Veranstaltung gemacht mit 16 verschiedenen Sprachen, also Menschen, die in Österreich leben oder in Kärnten leben, haben in ihrer Heimatsprache oder Muttersprache, eine hat in der Sprache ihrer Mutter gesungen, Zulu war das, also wir hatten wirklich von A bis Z alle Sprachen dabei und wir hatten 5 Vertreter von 5 großen Religionen
dabei, die etwas zum Thema Solidarität, Flucht, Zusammenhalt zu sagen hatten. War eine unglaublich schöne Veranstaltung. Wir haben jetzt noch einen zweiten kleinen, kurzen Impuls, nochmal von Bettina Pirker, die uns etwas erzählen wird zu solidarischen Räumen, wo wir schon einiges ja gehört haben, aber jetzt nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Genau, ich möchte anknüpfen an den Vortrag von Caro vorhin, diese Formen der Solidarität. Und was wir jetzt aktuell in Österreich feststellen können, live und in Echtzeit, sind die gar nicht so feinen Unterschiede, wie wir mit Menschen auf der Flucht hier in Österreich umgehen. In Kärnten gibt es die Zelte, wo Menschen untergebracht werden. Zum Teil ist nicht einmal in den Zelten Platz. Zwei aktuelle Medienberichte. In Wien wird das Hotel de France als Unterkunft für Geflüchtete freigemacht, finanziert durch Spenden. Und in Kärnten sind nicht einmal mehr Plätze frei in Zelten ohne Heizung, ohne sanitäre Anlagen. In Kärnten sind Flüchtlinge auf der Straße. Der große Unterschied ist, dass im Hotel de France nur Menschen aus der Ukraine untergebracht werden. In den Zelten werden alle anderen Menschen untergebracht, die auf der Flucht sind. Ich nenne das Ganze, was hier passiert, Solidaritätsrassismus. Auch in Kärnten wird gesagt, na, wir nehmen nur noch Flüchtlinge aus der Ukraine. Es gab im Spital eine große Diskussion darüber. Es sollte eine Halle aufgemacht werden, um Menschen zumindest in Hallen unterzubringen, was im Grunde auch menschenunwürdig ist. Und auch in diese Halle wollten sie nur Ukrainer und Ukrainerinnen aufnehmen. Hier passiert schon die längste Zeit ein absoluter Solidaritätsrassismus. Gerade aktuell die ÖVP versucht, die Menschenrechte anzutasten und diese zu ändern, um diesen Rassismus vielleicht auch noch richtig live und in Gesetz gegossen ausleben zu können. Wir sind ja schon länger aktiv, auch in der Flüchtlingshilfe. Martin und ich haben 2015 in so einer Halle gearbeitet, beim Roten Kreuz und den Menschen auf der Flucht geholfen. Wir haben uns damals schon überlegt, wie diese Solidaritäten ausschauen und ausschauen können. Und dann eben ab 2018 demonstrieren angefangen gegen die untragbaren Zustände. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ist so der Unterschied. In der Kulturgeografie spricht man davon, dass Räume von Menschen gemacht werden. Michel de Certeau unterscheidet zwischen Orten und Räumen. Und ich glaube, das ist recht wichtig, um es zu verstehen oder Ansatzpunkte zu finden, wo wir auch eingreifen können. Der Raum einerseits entsteht durch soziale Interaktion. Räume entstehen dadurch, dass wir miteinander interagieren oder nicht interagieren, miteinander sprechen oder uns ablehnen, einander abwenden oder zuwenden. Diese Räume sind aber auch immer durchzogen von asymmetrischen Machtrelationen, über die Caro auch schon gesprochen hat. Räume sind multidimensional. Joan Massey sagt sogar n-dimensional, also nicht nur die drei Dimensionen des Raums und als vierte die Zeit, sondern grundsätzlich n-dimensional und in ständiger Bewegung. Andererseits, diese Räume oder wir Menschen bewegen uns immer an Orten. Michel de Certeau sagt, dass der Ort das Statische ist, das Unveränderbare. Der Ort sind die Regeln, die Rahmenbedingungen. Das kann im Internet sein, die Regeln auf Facebook, wer was posten kann und wer nicht. Das kann sein, wie hier der Raum gestaltet ist. Wir haben den Raum heute so gestaltet, dass das Publikum hierher zum Podium schauen muss. Der Raum könnte aber auch ganz anders gestaltet sein. Also allein dadurch, wie wir die Stühle aufstellen, geben wir schon einen Rahmen vor, wie sich die Menschen in diesem Raum tatsächlich bewegen können. Also der Ort ist so die Ordnung, auch die moralische Ordnung. Und der Ort in Österreich ist im Moment ein sehr solidaritätsrassistischer Raum, der durch die Rahmenbedingungen, durch den Ort geschaffen wird. Ich habe versucht aufzuzeichnen auch, wie ich das verstehe mit dem Raum und dem Ort. Also grundsätzlich ein Ort kann im virtuellen Raum sein, kann ein Raum hier sein, kann aber auch eine Nation sein wie Österreich oder eine größere Gemeinschaft wie die EU. An diesem Ort sind Menschen, die positionieren sich. Dadurch wird es zum Raum. Die Menschen sind an verschiedenen Positionen. Wirkt einerseits so, als wäre es jetzt so fluide und einfach, nur es gibt die einen, die können reisen, die können, wie in dieser
harthaft Werbung in der Früh in Paris frühstücken und mittags in Mailand sein und abends in Rom. Und es gibt die anderen, die wissen nicht, wie sie von A nach B kommen, weil sie nicht so mobil sind, aus verschiedenen Gründen, weil sie familiär, beruflich angebunden sind und einfach nicht zu reisen können, selbstverständlich finanziell. Und natürlich die Regeln, die durch Nationalstaaten, Nationalgrenzen entstehen. Wenn wir jetzt einen Raum hernehmen oder einen Ort hernehmen, wie er in Athen war, auf der Agora, wo sich die Menschen getroffen haben, sie haben sich miteinander ausgetauscht, miteinander verbunden. Die einen hat mehr zu sagen, die anderen weniger. Und auch auf der Agora war es so, dass nicht alle hin durften. Frauen zum Beispiel durften nicht mitreden in dieser Wiege der Demokratie. Die Römer kamen dann und haben auf diese freien Plätze in die Mitte was reingestellt. In Klagenfurt steht mitten am neuen Platz ein Lindwurm. Wie ihr seht auf dieser Zeichnung, verhindert das schon die Verbindung aller Menschen. Wenn man auf einen Ort, mitten auf dem Ort rein, auf dem Platz, eine Säule stellt, verbinden sich die Menschen nicht mehr so, wenn man sich nicht mehr gegenseitig sieht. Was jetzt auch passiert, es werden Zäune gemacht, ob man sich die Festung Europa anschaut oder die gerade geforderte Festung Österreich oder ob man sich die Zeltlager anschaut, wo jetzt Menschen auf der Flucht untergebracht werden. Was hier gezeichnet wird, man steckt diese Menschen dann auch noch in Zelte rein, sodass sie sich untereinander auch noch weniger vernetzen können. Das heißt, außen ist der Zaun herum, innen sind die Zelte, in der Mitte steht noch irgendeine Verwaltung, eine Beobachtung, Kontrolle. Die Menschen können sich nicht mit denen außen vernetzen. Außen sind, wie wir es in Klagenfurt kennen, Plattform Migration, viele Diakonie, viele andere haben versucht, in diese Zeltlager reinzukommen, um zu schauen, wie es den Menschen drinnen geht. Haben versucht, Kontakt aufzunehmen, haben versucht, ihnen zu helfen, haben auch nur versucht, reinzuschauen, ist da alles in Ordnung, haben die Wärme, haben die Essen, wie sieht es da überhaupt aus, darf niemand rein. Mehrere haben es versucht, man darf nicht rein. Und manche wenden sich einfach ab, werden Nazis oder ziehen sich ins Private zurück. Die interessiert das gar nicht, was hinter dem Zaun passiert. Außerhalb dieses Zauns vernetzen sich aber dennoch die Menschen miteinander und versuchen miteinander irgendwas zu erreichen. Es ist natürlich schwierig, wenn so viele örtliche Gegebenheiten diese menschliche, solidarische Kraft verhindern. Also der Ort versus Raum, der Ort bestimmt durchaus das, was die Menschen tun können. Die Frage ist, was tun, was können wir tun, was kann eine soziale Arbeit tun? Genau. Orte schaffen, die so sind, dass sich Menschen wieder miteinander verbinden können. Das ist so die Aufgabe, die jeder Einzelne von uns haben sollte und die ich eigentlich auch für eine moderne soziale Arbeit außerhalb von Institutionen sehe, solche Räume aufzubereiten, wo sich Menschen miteinander vernetzen können. Nein, nicht noch einmal. Ja, ganz real, also diese Zeichnung, meine hässliche Zeichnung von den Zelten gibt es ganz, ganz real. ORF hat versucht zu filmen, durfte auch nicht rein, sind halt mit Drohne drüber geflogen, war eine heimatfremde Heimat vor einigen Tagen zu sehen. Stehen in Klagenfurt und in Krumpendorf. Ach, jetzt läuft der Film, bei der Probe lief er nicht. Genau, das ist der Ausschnitt vom ORF. Habe ich ein bisschen gekürzt, einfach damit die es nicht gesehen haben, sehen, wie es tatsächlich jetzt, genau jetzt, 2022, bei bald kommenden Minustemperaturen, bald wird Schnee kommen, wie es hier tatsächlich in Klagenfurt und in Villach aussieht. Das ist ein Video, das uns zugespielt worden ist, ein Blick von innen. Also es gibt immer wieder Menschen auf der Flucht, die in diesen Lagern sind, die uns Informationen zukommen lassen und die uns auch Bilder schicken. Hier sieht man, es regnet rein. Sie sind eng beieinander. Die Decken sind vielleicht für die Karibik geeignet, aber sicher nicht für unsere Temperaturen hier. Und das ist das Heizgerät für ein Zelt hier bei uns im November. Einem der reichsten Länder der Welt. Ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich es aussprechen muss. So, die Frage ist, aus unserer Erfahrung Kärnten anders und in Kooperationen mit anderen Gruppen. Wir haben festgestellt, wir haben es versucht,
Kärnten anders als Plattform zu sehen, wo sich verschiedene Aktivistengruppen miteinander verbinden. Da haben wir festgestellt, die Ressourcen sind sehr, sehr rar, weil alle, die aktivistisch unterwegs sind, die sich für irgendwas engagieren, die haben ihren Job, dem sie nachgehen müssen. Deswegen fordern wir unter anderem auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit Menschen sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern können und nicht in irgendwelchen Bullshit-Jobs sitzen müssen, während sie eigentlich andere Dinge machen wollen. Wichtig ist, um diese Ressourcen zu schonen, stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, also tatsächlich Orte zu schaffen, wo es möglich ist. Hier in diesem im Ventil, wo wir heute sind, das ist ein konsumzwangfreier Raum, den wir verschiedenen Gruppen zur Verfügung stellen, die den nutzen können für Besprechungen. Es schließt sehr viele Menschen aus an der Teilhabe, wenn sich zum Beispiel eine gesellschaftspolitisch aktive Gruppe in einem Café oder Gasthaus treffen muss. Da muss man konsumieren. Monatsende kein Geld. Ausschluss, wenn man nicht bei einem Glas Wasser sitzen möchte und alle 3 Minuten vom Kellner gefragt werden möchte, ob man was trinken will. So einen Raum braucht es, gibt es den ersten mittlerweile, unser Ventil seit Ende April in Kärnten. Also diese Teilhabebarrieren müssen so weit wie möglich verhindert werden. Offenheit, Unterstützung, aber ohne Vereinnahmung. Wir haben immer wieder festgestellt, es passiert durchaus von Aktivistinnengruppen, dass sie versuchen, andere zu vereinnahmen für ihre Ideen. Gegenseitiges Unterstützen ist nicht Vereinnahmen, sondern wenn Unterstützung gebraucht wird, diese auch zu geben. Wir haben zum Beispiel von unseren Demos einen Lautsprecherverstärker mit Mikros, läuft mittlerweile ganz einfach über WhatsApp oder Signal, können wir den haben am so viel Uhr, wir, ja klar, fertig. Also sich mit so ganz einfachen Dingen auch zu unterstützen. Andererseits aber auch klare Grenzen ziehen, das haben wir auch hier im Ventil. Wir haben bei Nutzungsvereinbarungen drin, wofür dieser Raum nicht genutzt werden darf. Das ist zum Beispiel jegliche faschistische Verherrlichung, jede rassistische Betätigung, um nur einige Punkte zu nennen. Also wir haben eine klare Grenze nach außen gezogen, nicht nach innen, dass wir sagen, wir müssen alle das Gleiche wollen. Im Grunde geht es ja ums Gleiche, ob sich welche für Umweltschutz engagieren, wie die Fridays for Futures oder Queer Klagenfurt für eine geschlechterdiverse Gesellschaft, ob sich die Plattform Migration für Asyl einsetzt oder wer auch immer hier etwas machen möchte, oder die Radlobby für mehr Fahrradfahren, anstatt die Luft mit Dieselauspuffgasen zu verbessern. Also es geht ja immer ums Gleiche, es geht um ein gutes Leben für alle. Und da hilft meiner Ansicht nach diese Außengrenze, also nicht das gemeinsame Ziel, sondern das gemeinsame Tun sollte im Vordergrund sein. Was wir auch gelernt haben, Kultur als gesamte Lebensweise zu verstehen, stammt von den Cultural Studies aus den 1960er Jahren. Also nicht diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur, dies ist kulturell und dies wieder nicht, sondern tatsächlich das Leben als Ganzes in den Blick zu nehmen und im Auge zu haben. Unser Ziel ist, und das versuchen wir jetzt hier mit dem Ventil, Möglichkeitsräume zu schaffen, also einen Ort zu schaffen, wo Menschen Räume finden oder gestalten können, um sich solidarisch geben zu können, weil ohne diese Orte funktioniert auch Solidarität nicht. Das war so das Learning aus unseren Jahren Kärnten anders. Hier noch ein kleiner Blick auf das Ventil. Obwohl es uns erst so kurz gibt, wurden wir zum Ort des Respekts nominiert. Gewonnen hat es die SOS Balkanroute, was uns extrem freut, die ich vorher auch schon kurz vorgestellt habe. Aber in Kärnten haben wir die meisten Stimmen bekommen im Publikumsvoting. Dieses Ventil betreiben wir gemeinsam mit den Kulturvereinen oder Theatervereinen. WADA, das ist der Verein zur Anregung des dramatischen Appetits. Und Teatro Sumbayu, die nutzen die Räume hier für Theateraufführungen, aber auch Lesungen und Konzerte. Und wir von Kärnten anders versuchen, die ganzen zivilgesellschaftlichen Gruppen zu koordinieren, also diesen Ort für zivilgesellschaftliche Gruppen bereitzustellen. Und wie es auch heute ist, man hilft sich gegenseitig. Die Lampen, die wir hier haben, sind von Teatro Sumbayu, die Box ist von WADA, der Beamer auch. Und Kärnten anders sitzt hier und nutzt das. Also wir unterstützen uns gegenseitig auch mit ganz banalen, praktischen Dingen.